Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde von Real Mystery. Wie ihr im Titel des Videos schon lesen könnt, geht es heute um verfluchte Puppen. Und reden wir nicht lange um den heißen Brei herum, also fangen wir gleich an mit der wohl bekanntesten aller verfluchten Puppen auf dieser Erde. Der ein oder andere von euch hat vielleicht schon mal von ihr gehört. Diese Puppe nennt sich Robert the Doll. Welches Kind träumt nicht davon, dass die Lieblingspuppe oder der Teddybär eines Tages zum Leben erwacht und einem treu ergeben nie wieder von der Seite weicht? Robert Eugene Otto aus Key West in Florida hatte angeblich solch eine Puppe. Das Unheimliche daran, sie soll bösartig und sogar mit einem Fluch belegt gewesen sein. Wie es heißt, bekam der kleine Robert die Strohpuppe im Jahr 1904 von der Tochter einer Angestellten der Familie geschenkt. Bald darauf hörten die Eltern fremde Stimmen aus dem Zimmer ihres Sohnes, Fußgetrappel und bösartiges Gelächter. Auch fanden sie das Zimmer ihres Kindes oft verwüstet vor. Als sie ihren Sohn dafür ermahnten, machte er stets seine Puppe verantwortlich, die er ebenfalls auf den Namen Robert getauft hatte. Roberts wohlhabende Eltern sollen ihre Bediensteten sehr schlecht behandelt haben. In der Gemeinde wurde vermutet, dass eine der Angestellten die Puppe mit einem Fluch belegte, um sie dann als Geschenk an den Sohn der verhassten Arbeitgeber weiterzugeben. Auch Jahre, nachdem die Eltern von Robert Eugene gestorben waren, verband den nun erwachsenen Mann und sein Spielzeug noch immer eine merkwürdige Beziehung. Die Puppe schien ihren Besitzer zu kontrollieren. Seine Frau bestand darauf, dass ihr Mann die knapp 1 Meter große Figur auf den Dachboden verbannen sollte. Dort soll die verfluchte Kreatur von Nachbarn gesehen worden sein, wie sie umherlief oder aus dem Fenster starrte. Die Legende der verfluchten Puppe besagt, dass sie die Bewohner des Hauses auch nach Robert Eugenes Tod noch weiter terrorisiert haben soll. Getrappel, Stimmen und Gekicher sollen vom Dachboden gedrungen sein. Seit 1994 befindet sich die Puppe im Key West Fort East Martello Museum, wo sie auch heute noch besichtigt werden kann. Ob die unheimliche Geschichte wirklich wahr oder von dem Museum selbst erfunden wurde, bleibt bis heute ein Rätsel. Und weiter geht es mit unserer zweiten Puppe im Bunde. Die 70er Jahre in den USA. Eine junge Frau namens Donna zieht mit ihrer Raggedy Ann Puppe Annabelle in eine Wohnung, wo sie sich gemeinsam mit ihrer Kommilitonin Angie die Miete teilt. Die Puppe, die Donna seit ihrer frühesten Kindheit besitzt, war immer harmlos und unauffällig. Doch in der neuen Wohnung fällt ihnen bald auf, dass Annabelle ein gruseliges Eigenleben entwickelt und sich scheinbar eigenmächtig in der Wohnung bewegt, wenn sie niemand beobachtet. Als die beiden auch noch Botschaften fanden, auf denen in Kinderschrift um Hilfe gebeten wurde, schalteten die beiden Studentinnen ein Medium ein. Die Puppe war tatsächlich besessen. Die Entität stellte sich als Geist eines jungen Mädchens vor, das Jahre zuvor hier ermordet wurde und seitdem einsam und verlassen an diesem Ort gefangen ist. Sie bat darum, in der Puppe wohnen bleiben zu dürfen, da sie Donna und Angie als ihre Freundinnen sieht. Die beiden Studentinnen waren gerührt und gaben ihrem Wunsch nach. Das war allerdings ein großer Fehler, denn der Geist, der von Annabelle Besitz ergriffen hatte, war kein kleines Mädchen, sondern ein böser Dämon, der seinen Weg in die reale Welt sucht. Und nun hatte er die offizielle Erlaubnis der beiden, von ihrem Leben Besitz zu nehmen. Einer der ersten, der Annabelles böse Seite zu spüren bekam, war ihr gemeinsamer Freund Lou. Da er die Puppe von Anfang an nicht leiden konnte, war er ihr erstes Opfer. Lou berichtet später davon, wie die Puppe versucht hatte, ihn im Schlaf zu erwürgen. Doch wurde dies nur als Albtraum abgetan. Als plötzlich auch aus dem Nichts blutige Kratzer auf seiner Brust auftauchten, war es Zeit, die Warrens hinzuzuziehen. Die Warrens erkannten schnell die wahren Absichten des Dämons. Er wolle sich so lange Aufmerksamkeit verschaffen,
bis er mächtig genug ist, den Puppenkörper zu verlassen und von einem Menschen Besitz zu ergreifen. In nur wenigen Tagen würde er sein Ziel erreicht haben. Die Warrens führten einen Exorzismus durch. Aber da die Gefahr bestand, dass der Dämon noch immer in der Puppe haust, nahm sie Annabelle in ihren Gewahrsam. Doch auch dies hätte beinahe tödlich geendet. Auf der Fahrt zurück in ihr Haus spürten die Warrens die Präsenz des Bösen und bemerkten, dass sie besonders bei gefährlichen Kurven die Kontrolle über ihr Auto zu verlieren drohten. Auch zu Hause angekommen, zeigte sich bald derselbe Spuk der wandernden Puppe bei ihnen. Auch Gäste, die sich abschätzig über die Puppe äußerten, sollen kurz darauf in teils tödliche Unfälle verwickelt worden sein. Seitdem wird Annabelle in einem speziellen Behältnis im Privatmuseum der Warrens eingesperrt. Jede Woche kommt ein Priester vorbei, der die Puppe mit Weihwasser benetzt, um ihre bösen Energien im Zaum zu halten. Was meint ihr? Gruselt ihr euch jetzt doch ein bisschen? Oder war die wahre Geschichte vielleicht nur ein Streich an übernervösen Studenten? Schreibt es in die Kommentare und sagt uns, wie ihr darüber denkt. Wir würden uns über ein Däumchen nach oben sehr freuen und, wenn ihr mögt, vielleicht auch ein Abo. Das ist völlig kostenlos und ihr verpasst keins unserer Videos. In diesem Sinne wünsche ich euch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Video. Wünscht euch das Team von Real Mystery. Wir haben diesmal eine kleine Illusion für euch, die dich bewegen wird. Du musst nur Buchstaben vorlesen und erlebst nach 110 Sekunden etwas absolut Beeindruckendes. Wenn du dieses Video siehst, wirst du etwas sehr Merkwürdiges erleben. Der Effekt dauert nur ein paar Sekunden, aber ist ziemlich beeindruckend. Doch Achtung! Du solltest auf jeden Fall sitzen. Es funktioniert ganz einfach. Schau dir das Video an, konzentriere dich auf die Mitte und lies einfach nur die Buchstaben vor, die dort angezeigt werden. Wenn das Video vorbei ist, schau dich schnell im Raum um und du wirst staunen. Eine junge Frau namens Donna zieht mit ihrer Raggedy Ann-Puppe Annabelle in eine Wohnung, wo sie sich gemeinsam mit ihrer Kommilitonin Angie die Miete teilt. Die Puppe, die Donna seit ihrer frühesten Kindheit besitzt, war immer harmlos und unauffällig. Doch in der neuen Wohnung fällt ihnen bald auf, dass Annabelle ein gruseliges Eigenleben entwickelt und sich scheinbar eigenmächtig in der Wohnung bewegt, wenn sie niemand beobachtet. Als die beiden auch noch Botschaften fanden, auf denen in Kinderschrift um Hilfe gebeten wurde, schalteten die beiden Studentinnen ein Medium ein. Die Puppe war tatsächlich besessen. Die Entität stellte sich als Geist eines jungen Mädchens vor, das Jahre zuvor hier ermordet wurde und seitdem einsam und verlassen an diesem Ort gefangen ist. Sie bat darum, in der Puppe wohnen bleiben zu dürfen, da sie Donna und Angie als ihre Freundinnen sieht. Die beiden Studentinnen waren gerührt und gaben ihrem Wunsch nach. Das war allerdings ein großer Fehler, denn der Geist, der von Annabelle Besitz ergriffen hatte,
war kein kleines Mädchen, sondern ein böser Dämon, der seinen Weg in die reale Welt sucht. Und nun hatte er die offizielle Erlaubnis der beiden, von ihrem Leben Besitz zu nehmen. Einer der ersten, der Annabels böse Seite zu spüren bekam, war ihr gemeinsamer Freund Lou. Da er die Puppe von Anfang an nicht leiden konnte, war er ihr erstes Opfer. Lou berichtet später davon, wie die Puppe versucht hatte, ihn im Schlaf zu erwürgen. Doch wurde dies nur als Albtraum abgetan. Als plötzlich auch aus dem Nichts blutige Kratzer auf seiner Brust auftauchten, war es Zeit, die Warrens hinzuzuziehen. Die Warrens erkannten schnell die wahren Absichten des Dämons. Er wolle sich so lange Aufmerksamkeit verschaffen, bis er mächtig genug ist, den Puppenkörper zu verlassen und von einem Menschen Besitz zu ergreifen. In nur wenigen Tagen würde er sein Ziel erreicht haben. Die Warrens führten einen Exorzismus durch. Aber da die Gefahr bestand, dass der Dämon noch immer in der Puppe haust, nahm sie Annabelle in ihren Gewahrsam. Doch auch dies hätte beinahe tödlich geendet. Auf der Fahrt zurück in ihr Haus spürten die Warrens die Präsenz des Bösen und bemerkten, dass sie besonders bei gefährlichen Kurven die Kontrolle über ihr Auto zu verlieren drohten. Auch zu Hause angekommen, zeigte sich bald derselbe Spuk der wandernden Puppe bei ihnen. Auch Gäste, die sich abschätzig über die Puppe äußerten, sollen kurz darauf in teils tödliche Unfälle verwickelt worden sein. Seitdem wird Annabelle in einem speziellen Behältnis im Privatmuseum der Warrens eingesperrt. Jede Woche kommt ein Priester vorbei, der die Puppe mit Weihwasser benetzt, um ihre bösen Energien im Zaum zu halten. Was meint ihr? Das Kind träumt nicht davon, dass die Lieblingspuppe oder der Teddybär eines Tages zum Leben erwacht und einem treu ergeben nie wieder von der Seite weicht. Robert Eugene Otto aus Key West in Florida hatte angeblich solch eine Puppe. Das Unheimliche daran, sie soll bösartig und sogar mit einem Fluch belegt gewesen sein. Wie es heißt, bekam der kleine Robert die Strohpuppe im Jahr 1904 von der Tochter einer Angestellten der Familie geschenkt. Bald darauf hörten die Eltern fremde Stimmen aus dem Zimmer ihres Sohnes, Fußgetrappel und bösartiges Gelächter. Auch fanden sie das Zimmer ihres Kindes oft verwüstet vor. Als sie ihren Sohn dafür ermahnten, machte er stets seine Puppe verantwortlich, die er ebenfalls auf den Namen Robert getauft hatte. Roberts wohlhabende Eltern sollen ihre Bediensteten sehr schlecht behandelt haben. In der Gemeinde wurde vermutet, dass eine der Angestellten die Puppe mit einem Fluch belegte, um sie dann als Geschenk an den Sohn der verhassten Arbeitgeber weiterzugeben. Auch Jahre, nachdem die Eltern von Robert Eugene gestorben waren, verband den nun erwachsenen Mann und sein Spielzeug noch immer eine merkwürdige Beziehung. Die Puppe schien ihren Besitzer zu kontrollieren. Seine Frau bestand darauf, dass ihr Mann die knapp 1 Meter große Figur auf den Dachboden verbannen sollte. Dort soll die verfluchte Kreatur von Nachbarn gesehen worden sein, wie sie umherlief oder aus dem Fenster starrte. Die Legende der verfluchten Puppe besagt, dass sie die Bewohner des Hauses auch nach Robert Eugenes Tod noch weiter terrorisiert haben soll. Getrappel, Stimmen und Gekicher sollen vom Dachboden gedrungen sein. Seit 1994 befindet sich die Puppe im Key West Fort East Martello Museum, wo sie auch heute noch besichtigt werden kann. Ob die unheimliche Geschichte wirklich wahr oder von dem Museum selbst erfunden wurde, bleibt bis heute ein Rätsel. Und weiter geht es mit unserer zweiten Puppe im Bunde. Die 70er Jahre in den USA. Eine junge Frau namens Donna zieht mit ihrer Raggedy Ann-Puppe Annabelle in eine Wohnung, wo sie sich gemeinsam mit ihrer Kommilitonin Angie die Miete teilt. Die Puppe, die Donna seit ihrer frühesten Kindheit besitzt, war immer harmlos und unauffällig. Doch in der neuen Wohnung fällt ihnen bald auf, dass Annabelle ein gruseliges Eigenleben entwickelt und sich scheinbar eigenmächtig in der Wohnung bewegt, wenn sie niemand beobachtet. Als die beiden auch noch Botschaften fanden, auf denen in Kinderschrift um Hilfe gebeten wurde, schalteten die beiden Studentinnen ein Medium.